Cheerio, meine lieben Genies! Willkommen zurück zu Shantae, Health Genie Hero! So, ja, wir sind ja heute dabei, dass wir mal die anderen Dinge ausprobieren wollen, ne? Also Hyrule Mode und Hardcore Mode so nicht. Aber zum Beispiel Pirate Queen's Quest. Spiele in dieser alternativen Storyline die ruchlose Risky Boots. Das heißt, wir spielen die, ja, die Bösewicht-Dame. Deswegen... Oh... So oder so. Ich denke, wir kennen die hier schon. Deswegen nehme ich mal die hier. Neues Spiel. Bin gespannt. Hat man ja auch nicht überall, dass man dann die Bösewicht spielt. Ja, stimmt. Es gibt nur zwei Seiten. Eine Geschichte. Okay. Das heißt also die Alternativgeschichte zu... Ah, es ist also diese Alternativgeschichte zu dem, was... Was wir mit Shantae gespielt haben, jetzt erleben wir so gesehen die Seite von Risky Boots. Das ist natürlich interessant. Guck mal her! Ich möchte euch meine neueste Erfindung zeigen. Ich nenne sie der Dynamo. Oh, wie aufregend, Onkel. Boots, ist das gut? Passt gut auf. Wenn ich diesen Schalter umlege, reagiert die helle Magie und die dunkle Magie. Magitsche. Sie erzeugen genug Kraft, um Schatzgattelton zu erleuchten. Piratenüberfälle werden der Vergangenheit angehören. Wenn du das so sagst, Onkel. Also dann, sind alle bereit? Tu es. Alles klar. Ich hoffe, es explodiert. Okay. Wird schon schief gehen. Oh, oh. So weit, so gut. Huh? Das ist... Onkel, was ist los? Oh, es hört mir gar nicht. Achtung, es wird... Es gibt keine Möglichkeit, es abzuschalten. Es ist Risky Boots. Verflixt, sie hat uns heute überlistet. Ich tauschte die Blaupausen aus, als ihr weggeschaut habt. Ihr seid meinen Plänen die ganze Zeit gefolgt. Hör, was meinst du? Sicherlich habt ihr die Nebenwirkung bemerkt. Schaut euch einfach mal aus, was es mit der Halbschindgöre macht. Ja, da wo sie ins die dunkle Genie verwandelt wurde. Es hat sie ganz gruselig gemacht. Sie sieht furchtbar aus. Ich mag es. Du Teufel, du hast ihre Magie umgekehrt. Mit dieser Maschine. Ein paar weitere Änderungen und ich werde in der Lage sein, das gesamte Secret-Land zu kontrollieren. Sogar mit eigenen Erfindungen. Sogar mit eigenen Erfindungen. Ich habe immer noch von schieren Genie dieser Frau überschattet. Viel Spaß beim Entwirren der durcheinander geratenen Magie deiner Genie-Freundin. Ich gehe da mal, um das volle Potenzial dieser Maschine zu offenbaren. Okay. Everything was going exactly as planned. Huh? Another perfect heist. Diesen Narren spielt mir direkt in die Hände. Stell dir vor, eine Maschine, die Magie umkehren kann. Anything I want is mine for the taking. Alles, was ich brauche, ist Wohltätermagie und es gibt keine bessere Quelle als das verfluchte Genie-Reich. Ich werde ihr Macht mein eigen nennen. Dann werde ich über sein gesamtes Secret Land herrschen. True. Stimmt. In seiner jetzigen Form ist die Maschine viel zu schwach für eine Aufgabe dieser Größenordnung. Wir werden 5 Teile brauchen, um die Arbeit zu erledigen. Wenn ich sie hätte, könnte ich die Maschine verbessern.
das Djinnreich aufreißen, ihre Magie verderben und über alles herrschen. Puh, die tanzende Göre wird nicht lange unten bleiben. Dieses Mal muss ich sie ein für alle Mal fertig machen. Aber zuerst brauche ich diese 5 Teile. Und wie ich diesen dämlichen Barons von Sickerland kenne, werden sie genau die Teile haben, die ich brauche. Nun, wo soll ich anfangen? Ja, speichern, sprechen. Nein. Ach so, das ist also, da können wir speichern wie bei dem alten. Das ist diese Frau im Badehaus. Und, er ist für uns diese Karte. Gut. Kapitänskabine. Hauptstraße. Mermaid Falls. Also, die sieht aber duster aus, die Tesseltown. Ja gut, dann fangen wir doch mal auf der Hauptstraße wieder an, ne? Gut. Tschüss! Ein Angriff auf diese Stauwasserburg wird die perfekte Ablenkung sein, wenn ich den ersten Teil stehle. My men! How dare they start without me? Können sie jetzt. I'll punish you, but good. Okay, sie bestraft jetzt ihre eigenen Leute. Alles klar. Ready. Boah, Alter, wie was für Fähigkeiten die da oben hat. Naja. So. Okay, Kanone, also die Pistole bringt nicht so viel Energie. Yay. Na, leider hat sie ja keine Form, ne? Nee. Muss also ganz normal dem Level jetzt folgen. Warte. Ob es auch Endgegner gibt? Wie? Du hast Tentakel, was? Ein Gummiartiger eingelegt in seinen eigenen. Okay, Sucher Tinkerbad. Wir bringen gerade keine. What the fuck? Oh, Neuigkeiten. Was zum Teufel? Alter, what the? Weg. So, bum bum. Bum bum. So. Peps. Jetzt sagen, wie komme ich da hoch? Okay, ich muss die ausprobieren. Aua! Kranzige Marmelade. Haben! Mist! Krieg ich nicht. Achso, ich wollte sagen, hä? Oh. Also, da kommt der raus. Alter! Alter!
Auf! Alter! Könnt ihr hier nicht die ganzen Dinger hinschleudern, ey? So! Und der. Ja. So. Ah. Mist. Oi, oi, oi. Keine Herausforderung hier. Schatztruhe, aber... Komm ich so nicht hin. Da komme ich so nicht hin. Irgendwie kriegen wir wahrscheinlich irgendwelche Fähigkeiten oder so. Das heißt, wir müssen dann auch nochmal hierher. So. Danke. Hoppa. Alter, die knallen voll auf ihre eigene... auf ihren eigenen Kapitän, ey. Hier auch. Okay. Ups, weg. Oder zählen die Schätze nicht für uns, sondern sagen wir so ein kleines Bringsel, was nichts anging. Toll. Haben wir unendlich von, also von daher. Dein Ernst? So, weg mit euch. Bam! Saftige Melone für schon besser als ranzige Marmelade und Tentakel. Ja, hier gibt es ja gar keine Schätze. Aua. Alter! Muss dazu sagen, dass es schon eine Weile her ist, dass ich das Spiel gespielt habe. Muss also wie beim Teil mit Shantae immer wieder reinkommen. Nein, ich will den leckeren Tentakel haben. So, kommt jetzt ein Boss? Kommt jetzt ein Boss? Das seid ihr. Wagt es nicht, mir noch einmal zu trotzen. Ist das wahr? Tatsächlich. Abtrünniger. Klar. Ha ha ha!
Und zack. Los. Auf da. Aua. So. So. Bum, 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 bum. Ihr haut und plündert unter meinem Befehl. Ach, wir haben jetzt ja Teile. Okay, das Level drehte sich darum, dass die Tinkerbats einfach gehandelt haben, ohne auf den Befehl, also eine Meuterei es gab. Was gezeichnet. Mit diesem Teil mein Besitz werde ich in der Lage sein, meinen Dynamo noch stärker zu machen. Oh. Ist das für mich? Gute Arbeiten, Männer. Wie sieht das zockt, Alter. Ich werde diesen Paraden sofort auf die Probe stellen. Bring mir weiterhin diese Vorrichtung. Now, back to work. There are still secrets left to discover. Ja, wir werden jetzt auch nochmal zur Hauptstraße gehen. Oh, ich konnte den Bereich hier aussuchen. Weil jetzt haben wir diesen komischen Hut da. Das heißt, wir können... Bereich zu verlassen. Ah, okay. Wie benutze ich den? Wie benutze ich denn den Hut jetzt? Habe ich. Ah. RB. Ups, ups. Das war jetzt nicht so schlau, aber... Bam, bam. Weg mit euch. Hopp. Dun, 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 dun. Schnauze. Alter. Wie kommen denn da noch? So. Aua. Mist. Hat schon Knopf gedrückt. Hepsa. Danke. Was mit euch hier? So, hep. Jetzt komme ich so langsam rein wieder in das Spiel. Hä?
Das brauche ich auch gar nicht. Ich sage, ich habe da den Hut da. So. Du hast verfluchte Magie. Ich verwende verfluchte Magie, um deine Waffen, Werkzeuge und Fähigkeiten zu verbessern. Okay, das heißt, ich kann dann hier so verbessere ich das. Können wir ihm eingesetzt werden. Alles ist natürlich, um deine Besetzte einmal auszusenden. Ich würde erstmal den Säbel einmal verbessern. Ja, einmal ein bisschen mehr Angriff. Einmal ein bisschen mehr Angriff. Da. Hau ab. Ich will mal einen Doppelsprung machen. Heps. Oh. Hau ab. Ja gut, okay. Da oben komme ich jetzt so noch nicht hin. Das heißt, wir nehmen aber durch, ne? Mehr gibt's hier ja nicht. Davon verwenden wir was. Was? So, sehr schön. Ja, Leute, ich würde mal sagen, dann beende ich die Folge für heute. Beim nächsten Mal huschen wir dann... Ups. So, auf ihrem Gesicht habe ich Ihnen zeige, wer der Boss ist. Okay. Beim nächsten Mal werden wir uns dann in die nächste Welt stürzen. Wer auf jeden Fall super, wenn ihr den Part beenden könntet, denkt auch an den roten... Jetzt kann ich mal Genie-Knopf nicht mehr sagen. Den roten... Whisky-Boots-Knopf. Den Whisky-Knopf oder... Nein, den roten Tinkerbats-Knopf unter dem Video. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao.